bevor wir irgendwas verpassen, komme ich erstmal live. Willkommen zurück in dem wundervollen AlbiCast mit den wundervollen 8 Menschen hier gerade im Chat. Danke dafür, dass ihr hier reinschaut oder auch weniger, egal. Mir macht's Bock, die zu kommentieren und zu supporten. Es läuft halt auch noch bei Sonics als Watchparty und auf dem Big-Kanal selber, da geht's ab. Ich habe jetzt alle Spieler gefunden, meine Lieben, die wir jetzt als Gegner haben. Und das sind alles HLTV präsentierte Spieler. Da können wir mal reingehen. Das wird auf jeden Fall crazy. Spieler 1, ja, ist MG. Habe ich jetzt auch gefunden. Der wird mit hier unten, man muss ja auch mal ein bisschen schauen, meine Lieben, mit kleinen. Heißt Emmy Luka Vukovic. Ja, 30 Jahre alt schon, ein alter Knacker. Ja, nicht so alt wie ich. Ja, ich bin noch älter, aber trotzdem. Hier irgendwann mal gespielt bei Pompa. Kennt man auch, Pompa-Team. Auch nicht schlecht, aber man sieht hier auch, was haben wir hier noch? E-Nation, einige Teams, ist Fraktion Serbia. Ja, ist ein Serbe. 8-Kid kommt aus North Macedonia. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich bin da ganz schlecht unterwegs, aber ist auch sehr interessant. Davon haben wir 2 Spieler im Team und 3 Serben. Ich weiß gar nicht, ob die alle dieselbe Sprache sprechen dann in dem Fall oder auf Englisch kommunizieren. Hatten wir vorhin schon gefunden, hat vorher bei Erlia gespielt. Wahrscheinlich ist der auch dort gebencht. Ich bin nicht immer 100% sicher, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht haben die auch keine Zeit gehabt, ich weiß es nicht. Scheint ja auch da Probleme zu geben. Dann haben wir T-Cox, ja. Entschuldigen Sie. Der war vorher im Big Academy Team. Wurde gebencht, klar, hat Big Academy aufgelöst. Ich würde ja sagen, die Erfolge, die halt sind, sag ich mal, beim Main-Team ist natürlich für Big allgemein nicht gut, deswegen immer Support bei Big da lassen, wäre natürlich nice, einfach zuschauen bei den verschiedenen Streams am Ende und wer weiß, wenn man richtig Fan ist, noch ein Jersey ballern oder was auch immer, da geht definitiv, ist es dann mega Support, auf jeden Fall zuschauen, ist schon mal geil, für die ganzen Leute dort, das wäre natürlich ein Traum, ja. Dann haben wir als nächstes Collins, hatten wir vorhin schon gesprochen über bei Entropic gewesen. Entropic das Team, wo Tizian spielt und Marix. Marix ist ja jetzt kein Deutscher, aber spricht Deutsch. Kommt, glaube ich, aus Belgien. Nee, Luxemburg war es. Glaube ich, Luxemburg, bin ich ganz sicher. Luxemburg war das, glaube ich. Aber da spricht man ja auch Französisch, dies, das. So ein Mix. Die bauen ja gerade ein neues Team. Tizian und Marix sind ein Team. Die anderen 3 wurden gebancht und einer davon Collins. Die anderen beiden Namen sagt mir nichts. Und last but not least hier Nikola Boskovic. Dragon, auch mit dabei. Ich weiß gar nicht, wo der gespielt hat. Auch schon eine Weile her. The Witchers. Aha, wurde auch gebancht. Da, wo auch der gute Smuja drin war. The Witchers, so ein Mixteam. Ich glaube, es ist auch keine richtige Orga. Da hat man einfach ein Team gegründet aus verschiedenen Pros, die Bock haben, zusammen zu daddeln. Also, ihr wisst ihr Bescheid. So sieht's aus. Ich guck mal auf dem Server, wie es da aussieht. Ich wurde gekickt. Perfekt. Danke dafür. Danke für nichts. Ich hoffe, wir sind auch rechtzeitig wieder da. Gerade eben waren erst 7 Spieler auf dem Server oder die 4 oder 5. Ich hoffe, gleich läuft alles und alle können loslegen und wir passen dazu. Wir kommen gerade perfekt, wirklich, wir kommen perfekt gerade rein. Es geht nämlich los, es geht wirklich los und nichts verpasst. Nichts verpasst, ab in die Messerrunde hier. Eieiei, E-Sport World Cup, meine Lieben. Open Qualifier für Europa, es gibt nur diesen einen. Big gegen ein Mixteam, was es in sich hat. Ich denke, es ist die allererste Aufgabe, die man hier definitiv vor sich hat, die man regeln muss. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aus Caster-Sicht jetzt hier. Sollen sie ruhig die Messerrunde verlieren, damit wir halt auf der CT-Seite starten. Aber ich glaube, auch wenn sie die Messerrunde gewinnen, starten sie auf der CT-Seite, weil sie so gut unterwegs sind. Mal gucken, was sie machen. T-Side oder CT-Seite? Bis jetzt hat man CT-Seite immer gut performt. Ich hoffe, man bleibt da. Oh, man macht's nicht. Okay, wir haben ein Cast-Problem, weil... Ihr wisst Bescheid. Jetzt können wir die geilen... Mann! Scheiße! Was machen die mit mir? Genau, da geht's schon los. Jetzt kann ich hier die geilen Dinger nicht einfangen. Ich gebe mein Bestes, so gut ich kann. Das ist schon wieder... Toll. Toll gemacht. Guck mal. Ja, wir haben diesmal auf... Wir haben... Ja, die 3 Spieler halt nur, ne? JDC, Tapsen und Süßer diesmal. Die wir direkt so uns zu Genüge führen können. Meine Lieben. Die 3. Den Rest wieder mit dem Mauszeiger. Oder mit der Maustaste. Deswegen. JDC vorne. Smoke geht rein. 4 CTs von diesem Team Aloha.
Und Side, das wird richtig brutal. Du musst perfekt klatschen. Oh mein Gott, bitte glücklich. 8-Kid, was auch immer der gerade macht. Durch die Smoke einfach mal den Double. Sprayt einfach mal rein. Jetzt ist man on Side. Kann man noch irgendwas machen? Nochmal ein Ding von MG. Tapsen mit einem Refrag. Kannst Tapsen noch einen mitnehmen? Wäre so wichtig. Wo bleibt Krimbo? Krimbo ist da. Wir gucken nochmal schnell durchklicken. Verdammte Axt. Ich will Krimbo. Zeig mir Krimbo, da ist er. Oh, 1 gegen 3. Die Bombe gedroppt. Ist das eklig. Full in den Stack gelaufen. Big muss diese Runde abgeben. Ah, schade. Sehr, sehr schade. Aber er hat noch Zeit. Jetzt nochmal ein bisschen Faxen machen. Wenn wir über Connector kommen. Das Timing ist perfekt für ihn gerade. Wenn er jetzt nicht gesehen wird, er kann aber schon nur abzielen. Jetzt direkt ins Gesicht gegen MG. Jetzt die Double-Bretter direkt rausnehmen. Hat ihn gesehen? Niemals. Was? Der doch an, Alter. Tiox, du hast Antkeule. Heftig. Hat sich direkt umgedreht. Schild ab. Er hat ihn niemals gesehen. Hat er irgendeinen Schatten gesehen? Aber na klar, abdecken ist ja auch richtig. Alle Angles wurden abgedeckt. Warum sollte man zu zweit in die falsche Richtung gucken? Alles gut. Big ohne Plant heißt Full Echo, würde ich meinen. Kein Force für T-Side. So mit der nächsten Runde der erste AKs. Jetzt wird es irgendwo schnell hingehen. Man wird einfach nur wegplatzen. Wo ich auch immer wieder sage, was vielleicht auch nicht ganz perfekt ist. Man sollte vielleicht immer ein bisschen, ja, sich Zeit lassen, damit die Utility rausgeworfen wird von den CTs. Weil es Utility auf der CT-Seite ist einfach super teuer. Und wenn die alles rauswerfen, hat man auch schon Schaden gemacht irgendwo, ne? Alles, jedes Geld, was man rausziehen kann, ist perfekt. Aus Sicht der Tees. Und ich denke, und ich hoffe, das wird man auch jetzt machen. Ich kann ja mal die Autokamera hier machen. Guck mal, die Autokamera macht immer kurz den hier. Und jetzt lassen wir die Autokamera arbeiten für die Runde. Man guckt euch einfach, genießt die Autokamera, was sie uns hier bietet. Scheiße. Deswegen hat sich die Autokamera aktuell. Jetzt haben wir wieder mal ein gutes Bild. Jetzt wieder so ein Ding hier, MG. Schöner Rücken, kann auch entzücken, meine Lieben. Jetzt zeigt uns die Autokamera hier irgendwas, wo gar keine Action sein könnte, weil die Tees halt ganz woanders sind. Also die künstliche Intelligenz, die das hier macht oder so, die verarscht uns. Jetzt hat man Utility gut rausgezogen. Richtiger Call, finde ich sehr, sehr stark hier von Big. Muss ich ganz klar so sagen. Und jetzt kann man hier bei 30 Sekunden auf den Spot gehen. Man hat den Schaden gemacht, den man machen möchte. Die Utility ist fast komplett raus. Jetzt rennt man rein, versucht hier noch was zu tun. Vielleicht kann man noch einen Schaden machen, aber natürlich die MP9 sind ready. Trotzdem. Da gab es nochmal eine Flash sogar. Hat alles. Das waren jetzt bestimmt 3000 in Granaten. 3000 Dollar, die man verbrannt hat. Ist okay, die muss man jetzt reinvestieren. Also in dem Fall, aus meiner Sicht. Oh, dude. Jetzt noch ein Bonus-Frag. Das wäre es natürlich noch gewesen. Oder sowas. Aber na gut, kam halt nicht. Let's go. Runde Nummer 3. Wir haben die 3 AKs. Jetzt Daumen drücken für unsere Jungs. Jetzt muss ich hier mit Maus und die Zahl spielen für Big. Ich gebe mein Bestes. Krosus in der Mitte. Krimbo hier Richtung A. So ein bisschen abdecken. Immer mal wieder wahrscheinlich. Am Auschecken. Man wartet einfach nur ab jetzt gerade. Hofft auf einen wahrscheinlich offensiven Play der Gegner. Man bleibt cooler Big. Wir müssen alle cool bleiben. Jetzt geht es dann vielleicht doch hier in die Mitte. Zusammen mit Prosos. Der wird vorgeschickt. In dem Wasser wird nicht mehr gecheckt. Ja. Jetzt wird hier die Mitte eingenommen. Da steht niemand. Die hören natürlich die Steps. Haben die Bonusrunde weiterhin mit 3 MP9s. Deswegen müssen wir jetzt hoffen, dass Prosos direkt ins Gesicht ballert. 8-Kid in der Rotation über die CT-Base. Mit der M4. Jetzt ist man zu dritt auf dem Spot. Und man hat jetzt hier durch diesen Play in der Mitte gut Raum gewonnen. Und das ist natürlich genau das, was man wollte. Deswegen auch die leichte minimale Rückwärtsgang gerade von 8-Kid, aber das passt ganz gut für Big. Die machen das clever. Bei 30 Sekunden auf die Uhr muss man jetzt langsam Gas geben. Jetzt geht es hier full über B-Main auf den B-Spot. Man muss Gas geben, aber weil die Cypher, das schließt sich dann
Die CTs machen den Counterplay. Jetzt machen sie All-In. Die haben die Mitte ausgecheckt. Big könnte jetzt hier fatal in ein Problem reinrennen. Vom Allerfeinsten. Eieieiei, die Flash kommt. Jetzt geht's rein. Was passiert? Dieser holt massiv crazy. Was kann Syoto noch machen? Niemand mehr. Und auch Krimbo fällt gegen die Deagle von Collins. Boah, so gut gespielt hier von Alor. Es war gut gemacht von Big. Aber dann war das Tempo nicht mehr da. Da hätte man wahrscheinlich Tempo anziehen müssen. Würde ich mir jetzt so frech behaupten. Über das Wasser im Split vielleicht vorm B-Spot. Weil die Zeit verstrich. Kein Go gab es auf dem A-Spot. Also hat man einfach gesagt, komm, wir gehen die pushen in die Mitte. Wenn da nichts ist, wahrscheinlich wird es dann doch wieder der B-Spot. Und man hat es einfach genau so perfekt gemacht bei Alola. Gute Game Sense. Muss ich leider zugeben. Ich hoffe, wir können jetzt hier dann langsam trotzdem Gas geben. Rein geht's. Flash geht rein. Tech 9 ist ready. Da hat man natürlich den ersten schon gesehen. 8-Kid holt sich JDC. Prosos fällt. Susan. Da, man hat nur Glocks. Die Bombe ist auf der ganz anderen Seite. Krimbo. Noch die letzte Tech 9 jetzt hier im Leben. Vielleicht Tiox einfach rausnehmen. Das wäre natürlich mega gut. Das würde jetzt Big ganz schön viel bringen. Und dann am besten noch den nächsten Frag gegen 8-Kid. Und dann ab für den Plant. Ah, Krimbo auch schwierig. Keine Chance. Connected nicht. Tabs, letzter Spieler. Ekid macht ihn. 4-0. Alola. Dominant auf der CT-Seite. Und Big müssen jetzt absteppen. Ist eine T-lastige Map eigentlich. Wobei auch Big, wenn man so betrachtet, hier letztes Mal ja auch einen 8-0-Start hingelegt hat als CT-seitig, also CT-Spieler. Deswegen, mit CS2 hat sich hier anscheinend auch nochmal einiges geändert. Warum auch immer. Das müsste ich mir mal erklären lassen von irgendwelchen Profis. Also schauen wir mal rein, was passiert. Nächstes Duell vielleicht. Krimbo sieht hier den Gegner. Es wird hier gegen gesprayt. Schaden wird er gegen die Tees gemacht. Warum auch immer. Kein Schaden hier bei Tiox. Das ist doch bitter. Schade. Zweiter Mann rotiert dazu. Der gute 8-Kid. Und sonst passiert hier erstmal gerade weiter nichts. Bei 1 Minute und 15 Sekunden. Big hofft, dass irgendjemand noch offensiv geht und ein Play bringt. Die Doppeldeckung der CT ist natürlich mega. Die Flash ist gar nicht so schlecht. Aber Tiox dreht sich direkt weg. Da kommt doch mal eine Molo. Oh, da sieht er den ersten, den zweiten. Jetzt will man ihn wahrscheinlich pushen. Krimbo muss es gut spielen. Was ist mit Prosos? Da gibt es doch mal eine Molo, aber die andere Richtung. Tiox kommt rausgemacht, rausgepusht. Und Prosos mit dem ersten Frag inne. Und auf der anderen Seite ist es die Mitte, die Gas geben möchte. Prosos hat den Frag gemacht, wie gesagt. Aber Tapsen fällt direkt. Da gibt es nochmal eine Molo gegen den Spieler und es wird in die Rotation gegangen. Bei wieder 35 Sekunden auf der Uhr. Wieder Richtung B anscheinend. Kein Druck mehr weiterhin am A-Spot. Und diese Info, die holt sich 8-Kid. Oh Mann, die machen das so gut. Die spielen das wirklich sehr versiert, sehr schlau. Doppeldeckung. Mitte wird auch, pusht auch vor. Das wird brutal. Big muss sie sofort beide wegknallen. Beide Spieler dort hinten rausnehmen. Sie müssen einfach. Sie müssen. Weil von hinten kommt jetzt schon Emmy. Und der macht den Doppel. Collins wird aber auch fündig. Also kein Doppel, aber trotzdem die 8 Sekunden die Bombe gedroppt. Sie sind zu dritter und Big wieder im Safe. Oder wieder ist gut, aber die Runde geht in die andere Richtung. Die T-Side scheint problematisch. Man spielt es vielleicht etwas zu langsam. Da fehlt das Feuer. Und das Feuer, was uns fehlt, haben die Gegner. Denn sie machen es einfach clever. Sie gehen sofort aggressiv vom A-Spot. Holen sich die Info. Anubis ist ja so aufgebaut. Ohne Info hast du ja keine Chance. Kriegst du frühzeitig die Info, weil du einfach dich traust, den A-Main rauszupushen. Oder die Mitte ein bisschen vorzugehen. Weißt du halt genau, was Phase ist. Und du kannst rotieren. Und das macht Alola gerade perfekt. Deswegen auch die Pause. Deswegen auch der Call. Sich mal hier kurz besprechen.
Also, Daumen drücken für Big. Die müssen jetzt Gas geben. 15 T-Runden sind halt echt schon ein Meilenstein. Außer Big kann selber jetzt so krass performen. Auf der CT-Seite. Und Susan jetzt hier. Ah, die Granate kommt rein. Hero AWP natürlich. Man hat ja gesaved. Mit Krimbo zusammen. Vielleicht haben wir jetzt eine Lucky Round. Komm schon. Eine Lucky Round, weil MG sich vortraut. Vielleicht einen Tick zu weit. Es gibt die ganzen Steps. Schöne Sache von Dyson. Wo sind die Shots? Wo sind die Collected, Mann? Collins mit 2. Collins mit 3. Es kann doch nicht sein. Jetzt schießt doch Krimbo. Oh. Das ist Fosus mit dem Fracken. Jetzt hier schnell planten. Da steht halt immer noch einer in der Ecke. Oh, gefährlich. Beide Spieler. Fosus. Krimbo fällt. Es ist Fosus um 1 gegen 2. Und der fällt auch. 8-Kid ist da. 6-0. Aloha hier gerade gut dabei. Gucken wir aufs Scoreboard hier beim Big Academy Spieler. Wie sieht's aus? 2 Fracks. Aber die machen es einfach gut. Junge, Junge. Also das ist jetzt wirklich ein hartes Team. Hartes, wildes Team. Könnte man sagen. Wenn man an Mix-Teams denkt. Aber man muss ganz klar sagen, bisher machen die gar nicht so viel wilde Sachen. Die spielen es einfach clever runter. Ziehen gut ab. Passen auf. Rotieren gut. Holen sich einfach die wichtigen Informationen, die man braucht. Das ist ein Problem. Für Big. Wieder Waffen. Jetzt Daumen drücken. Jetzt aber. Jetzt heißt es Runden holen. 6 bitte. 6-6 Ausgleich und dann ist alles drin. Dann selber 8-0 spielen auf der CT-Seite und danach weiter in die nächste Runde gehen. Aber CS2 ist halt echt mies. Und diese Map ist sehr, sehr schwer. Aber manchmal einfach, wie gesagt, mit der W-Taste vor. Ich glaube, das kann dir schon manchmal viel helfen. Jetzt vielleicht Protoss im Duell gegen Dragon und den Gegner. Im zweiten, der noch da steht. Wer war's? 8-Kid. 8-Kid spielt sogar die AWP. Susan wird weggemollert, oder? Na, doch nicht. Dragon mit dem Frag. 8-Kid mit dem nächsten. Das ist doch genau das, was wir nicht brauchen. Kommt schon jetzt hier, Big. Holy Collins. JDC. Irgendwas. Man weiß halt nicht. Es gibt diese drei Positionen. Eigentlich gibt es 5 Positionen jetzt hier auf dem Spot. Die super eckig sind. Links kann einer stehen. Rechts kann einer stehen. Du weißt halt gar nichts. Aber JDC schon drauf. JDC ins Duell. JDC! Schönes Ding! Das erste Ding jetzt hier für Big. Wichtiger Frag. Syrson auch noch einen gegen Dragon. Und auf einmal hat man eine Chance. 3 gegen 3. Der B-Spot. Noch theoretisch frei. 8-Kid ist ready. Die Rotation kommt. Hat man noch eine Smoke, irgendwas? Hat hier irgendwie JDC was? Er hat nur die Flash. Ja, natürlich ganz wichtig. Da kommt die Smoke von Syrson, um zu rotieren. Trotzdem muss man aufpassen. Jetzt ist die Smoke natürlich wichtig. Da kommt nochmal was. Oh, oh. Gefährliche Plays. Emmy guckt hier JDC an. Der wird rausgenommen. Was macht Krimbo? Wichtiger Frag. Aber Syrson fällt. Das ist ein 1 gegen 2. Wieder der Klatsch. Prosus hat ihn vorher den Versuch. Jetzt ist es Krimbo. Der kann hier legendär werden. Die Smoke rechts. Oh, wie bitter. Der geht hier einfach durch, wie frech. Ganz frech. Und das hat Krimbo so nicht direkt auf dem Schirm. 7-0. Aloha. Boah. Die knallen hier gerade gegen uns. Aber ganz schön eklig. Kommt schon. Bitte absteppen jetzt hier. JDC, Tapsen. Prosus, Susan, Krimbo. Bitte, Jungs. Gebt uns noch mal ein paar Vibes. Gibt uns hier ein paar geile Banger. Wir brauchen die. Wir brauchen euch. Ich brauche euch. Ich werde ausrasten. Ich werde ausrasten. Weil langsam kommt auch der Hass in mir hoch. 8-Kid. Macht jetzt hier den aggressiven Susan. Oh, könnte jetzt eklig werden für John. Schön, dass er hier so ein bisschen passiv stand. Dadurch gab es keine Shots, aber man hat die Information gehabt. Und jetzt dafür auf der anderen Seite. Wichtiger Frag von Syrson. Jetzt wird weiter vorgepusht. Syrson, den nächsten. Syrson, nein, der verschießt. Was ist das denn? Er trifft ihn, aber Prosus kriegt auch nochmal einen ab. Wie eklig hier gerade. Wie eklig. Wo ist der Support? Wir brauchen noch mehr Leute. JDC auf der anderen Seite. Geht in die Duelle. Wäre natürlich gut, wenn er jetzt hier was machen kann. Gegen Emmy. Oh, jetzt von hinten ran. Komm schon. Einfach durch die Mitte. Das Connecte. Bitte, muss Gas geben. Jetzt musst du Vollgas geben.
John De Castro, der Schlüsselspieler jetzt hier. Wenn er jetzt richtige Timing hat, könnte es brutal werden. Die Gegner gehen in die Mitte und lassen sich viel Zeit. Die Smoke holt viel raus. Und das könnte John seine Position sein. Komm schon. Luz ist direkt raus, nix. So sieht's aus. Aber John holt jetzt die Runde, Mann. John, gönn dir den 3K. Oh, Baby, 1, 2, ist er noch da, bitte. Ja, Mann, John. Ja, JDC eröffnet diese Runde hier für Big. Komm schon. Weiter davon. Junge, jetzt kann ich ausrasten. Alles muss raus bei mir, meine Lieben. Alles muss raus. Wie geil. Jetzt kommen wir, gönn dir noch Dragon. Oh, yeah, Baby. Was für ein schöner 4K. Und Big kriegt ihre erste Runde. Mann, war das wichtig. Da hat man sich alles, die ganzen Frust weggeschossen. So wichtig diese Runde. Und ja, es sind alles nur Best of Ones. Deswegen, wenn man jetzt verliert, ist man raus. Das ist halt das Problem in diesem Qualifier. Du musst halt jede Map gewinnen. Du hast erst in der letzten Runde, morgen Abend dann, wenn du auch nochmal zwei Best of Ones gewonnen hast, gegen wahrscheinlich die allerbesten Teams halt aus dem Turnier, nochmal ein BO3. Dieses BO3, wenn du das gewonnen hast, dann kommst du in den Close Qualifier. Und im Close Qualifier wartet Cloud9 und Eternal Fire. Es gibt nur zwei Slots für den Close Qualifier. Und aus dem Close Qualifier kommt nur ein Team weiter und darf dann gegen FaZe und Co. spielen. Heroic ist... Nee, nicht gesetzt. Die sind selber im Qualifier drin. Heftig. Ja, also FaZe ist dabei schon gesetzt. Spirit ist gesetzt. Einige starke Teams gesetzt. Deswegen muss natürlich hier Vollgas gegeben werden. Und Big muss jetzt hier einiges machen. Man sieht es am Geld oben. Die CTs hatten genug Geld, um reinzukaufen. Da geht es natürlich gut ab. Jetzt bin ich gespannt. Prosus mit ein paar Info-Jumps. Die Molo kommt gegen Dragon. Gut, wahrscheinlich. Der ist nur der Smoke. Okay. So ein bisschen Ping-Pong spielen. Und man muss jetzt Dragon irgendwie in der Ecke finden. Prosus, bitte check ihn aus. 8-Kid. 8-Kid ist da. Der Bait regelt. Tapsen ist on fire. Man weiß, 8-Kid ist da. Close. Ist noch eine Flash. Schön gemacht, Prosus. Jetzt den Spieler rausnehmen. Der ist bekannt. 8-Kid ist stark, verschießt aber. Schön gejiggelt jetzt hier. Einer wird umgedrückt. Jetzt hier Big in der Chance. Die Flash ist nicht schlecht. 8-Kid zieht immer noch ab. Kann Prosus was machen. Er muss wegdrücken. 8-Kid macht, holt sich doch Krimbo. Bitte nicht jetzt hier. Aufpassen. Tapsen fällt. Die Molo kommt fast schon zu spät. Prosus fällt. Oh nein. Was für ein starker Hold von 8-Kid. Und die Rotation war gut. Bitter. Aloha sofort wieder am Schachzug. Sofort wieder am Start. So schade. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es hier mehr gefeiert, auf der CT-Seite zu starten, weil ich finde, Big ist dort sehr, sehr stark. Kommt da viel besser mit rein. Und irgendwie hier die T-Side scheint gerade gar nicht zu laufen. Vielleicht hat man deswegen auch die T-Side gewählt, weil man weiß, dass man schwach. Aktuell jedenfalls noch. Und es läuft einfach nicht, wie man möchte. Aber der Gegner ist einfach gerade sehr gut. Oh, auch hier Sion connected nicht. Eieieiei. Das tut weh. Als Big Fan tut es dann weh, jetzt so die Jungs zu sehen. Ich hoffe, man kann weiter Gas geben. Wichtig von John. Jetzt ist es Prosus mit dem Refrag und damit hat man jetzt wieder den A-Spot. Jetzt ist es ein 3 gegen 3. Man muss natürlich aufpassen. Die Bombe muss geplantet werden. Nochmal den Plant hier verhindern. Hinten hat man Tapsen. Der bleibt hier cool. Könnt ihr jetzt hier die Schlüsselposition haben, damit hier keiner von der Main-Position von A Main kommen kann. Aus dem Wasser. Und die gehen alle über. Die gehen alle über die Mitte. Krimbo ist da. Krimbo muss absteppen. Krimbo, Digi. Du musst jetzt hier eskalieren zusammen. CT-Base ist niemand da. Jetzt nochmal die Molo. Konter-Molo ist da. Was macht Prosus? Die nimmt noch einmal mit 13 AP. Es ist Krimbo mit dem nächsten. Tapsen kommt auch angeschlichen. One on two. Tapsen kommt vom Timing her. Perfekt gemacht. Ah, schade. Collins macht nur einen. Jetzt bloß nicht 20.000 Euro, Molo. Die Flash war perfekt. Collins muss weg, zurück. Super, Big kriegt die zweite Runde. Einen 8-4. Wäre noch in Ordnung. Kommt man noch irgendwie an die AWP ran? Die M4 nimmt er lieber mit. AK hat da keinen Bock drauf. Heftig. Die CT ist mit der Pause. Ist ihre wichtige Runde jetzt auf der CT-Seite. Wenn sie die jetzt abgeben, dann hat Big eine richtig gute Chance, gegen die Pistols hier zu gewinnen. Also bitte, CS2-Gott, immer wieder anbeten. Gebt uns jetzt diese Runde und dann die letzte.
Vier Runden nochmal. On top wäre wichtig. Aber es ist trotzdem super close. Es ist halt eigentlich eine Team-Map. Und Big muss sowas von geil spielen auf der CT-Seite. Sie müssen einfach dieses Mega-Play bringen. Kann sein, dass wir vielleicht eine Overtime sehen. Aber davon sind wir noch sehr weit entfernt. Eieiei. Was machen die mit uns? Wir haben noch Snowguard Dragons im Spiel. Arrow ist nur nicht mit dem Main-Team dabei, sondern mit dem NXT-Team. Bleed war nicht dabei, OG nicht dabei, deswegen im Endeffekt, wahrscheinlich wird es nur Big sein, die hier oben mitspielen. Und jetzt hier mit Aloha schon echt eine Challenge in diesem Best of One. Was schade ist, so aus dem Turnier auszuscheiden direkt. Aber das sind halt die Qualifiers, ne? Der wird einfach wirklich hart an der Grenze direkt die Spreu vom Weizen getrennt und Tapsin jetzt hier frech dabei. Ja, ohne Mollo checkt er das Ding einfach durch die Smoke gehen. Oh, gefährlich. Man hat nichts investiert, damit weiß man nicht, ob da was geht. Die Flash kommt, sitzt. Tapsin kann erstmal alles checken, hat die Mitte eingenommen. Die Smoke hat, die ist auch schon da. Das heißt, man hat so ein bisschen die Gegner jetzt hier für den A-Spot fokussiert. Jetzt noch das Duell gewinnen gegen Tiox, gegen die Academy-Spieler. Aber Tapsin geht einfach durch. Jetzt wartet ihr einfach nur ab, wenn jetzt nochmal Dragon kommt. Was für eine geile Position für Tapsin. Er muss bloß den Frag ziehen gegen Dragon. Und der macht ihn aber nicht. Schade. Das wäre es jetzt hier ganz stark gewesen. Ganz wichtig sogar. Der Rest von Big baut sich vor dem B-Spot auf. Und die Info von Tiox, die ist halt perfekt. Man ist dann direkt mit vier Leuten da. Es wird ganz, ganz schwierig. Connector Play kommt hier von Prosos alleine. Der muss aufpassen. Vom Wasser könnte hier Tiox gleich runter droppen. Aber der läuft weiter durch. Collins kommt gerade aus dem Connector raus. Ganz eklig. Auch Emmy mit dem nächsten. Oh man, von hinten ist Tiox da. Bittere Pille. Susan mit einem. Susan am 1 gegen 4. Keine Chance. 9-2. Aloha wirklich super crazy dominant. Big wird hier gerade vorgeführt. Es schmerzt. Es schmerzt. Das sieht so leicht aus, was Aloha da gerade macht. Keine Ahnung, was bei Big los ist. Fehlen die Ideen. Ich kann nur mutmaßen. Nichts funktioniert auf jeden Fall bei den Jungs gerade, weil Aloha einfach direkt immer den Konter spielt. Vom Timing auch einfach super. Man spielt immer perfekt den Konter. Immer geht's sofort aggressiv hinterher. Für die Info. Warum auch nicht? Und man hat einfach hier dann keine Chance. Letzte Runde jetzt in der ersten Halbzeit. Die dritte Runde noch holen. Wäre auch richtig schön. Wenigstens drei. Aber dann wird's ein Kampf. Dann wird es hier der steinigste Weg für Big. Und diesmal steht links einer. Emmy mit dem Double. Eieieiei. Die Molo natürlich gut. Da kann Emmy erstmal nichts machen, aber kommt trotzdem einfach weg. 3 gegen 5. Alle leben noch. Alle leben noch. Jason. Tapsin. Und Krimbo in der Mitte jetzt hier mit der Diegel. Also falls man jetzt hier rausfliegen sollte, morgen im Thunderpick spielt man gegen Leon. Da kann man dann auch beweisen, im Best of Three, dass halt im Best of Three viel Mehrwert ist. Deswegen bloß nicht haten oder sonst irgendwas, je nachdem. Ist wie gesagt, ist noch nicht vorbei. Alles kann noch passieren. Aber Aloha einfach, die spielen hier gerade, muss man sagen, die spielen besser. Die machen das sehr gut auf der TT-Seite und haben immer alle Informationen. Jetzt ist es Jason hier im Clutch mit Krimbo zusammen. Boah, Tiox. Was für eine eklige Position. Ah, Krimbo fällt. Sowieso keine Chance. Eieieiei. Boah, das ist eine Halbzeit, die man sich, glaube ich, so nicht vorgestellt hat. 10-2. Wer weiß, was passiert. Wer weiß, was am Ende abgeht. Vielleicht nur so halb so schlimm. Vielleicht ist Aloha am Ende der Sieger und darf dann im Close Qualifier spielen. Warten wir es ab. Werden wir beobachten. Wird man ja sehen, dann halt auch auf HLTV. Das ist trotzdem, das schmerzt. Das schmerzt für Big. Boah, jetzt können wir nur hoffen. Pistol Round. Jungs, Mädels, wer jetzt zuschaut. Pistol Round für Big. Komm schon. Gas geben und genauso 10 Runden holen. Am besten einfach 12. Einfach die 11 Runden am Stück. Flawless. Easy. Big entscheidet sich hier für den A-Spot. Und Aloha macht es genauso wie viele andere Teams.
Sie spielen die CT-seitig auch kontermäßig unterwegs. Pro Source, die Doppelbretter ist ready. Die Smoke, perfektes Timing. Collins wurde direkt weggeschrumpft. Die CTs, aka Big, in der Mitte jetzt am aufgestellt, weil man natürlich für Info geht. So, gefährlich, hat man was gesehen. Der Shot geht rein, JDC muss aufpassen. Ja, genau, kommen Sie jetzt schnell zurück, mein Lieben. Jetzt bloß nicht aussehen, dass wir den Spieler verlieren. Da wird reingedrückt. JDC will es wissen. John, schöne Flash. John macht den zweiten noch. Ah, der kriegt den Counter-Shot. No, 8-Kit, jetzt reicht's aber. Der zoomt hier fast dran. Oh, unten. Tapsen. Tiox ist schon auf dem Spot drauf. Das ist gefährlich. Man muss schon sagen, perfekte Timing, aber sie spielen es einfach gut, die Gegner. Die haben einfach die Frey. Oh, komm schon. Nein. 4-3, was auch immer. Oh, jetzt wird's gefährlich. Prosus und Krimbo. Komm schon, Krimbo, bitte. Ja, Mann. Der Plant wird gemacht. Hol die MG. Oh, was? Emmy einfach. Die Pistole dürfte nicht passieren. Boah. Eieiei. Aber ich würde sagen, Aloha spielt legit Sneaks. Also, die spielen einfach gerade. Sie spielen mit Big. Sie haben es einfach auf der CC-Seite so gut gespielt. Big wollte exig gut spielen, immer sehr late. Und immer haben sie sich halt getraut, offensiv zu gehen an die verschiedenen Spots. Ja, aber du weißt ja auch nie, was natürlich was Leute machen. Weil, wenn es um 60 Millionen hier geht, sag ich jetzt mal, oder auch nur um 5 Millionen, wahrscheinlich machen da einige Leute dreckige Dinge. Aber ich fühle das Bein, das hier fühlt sich alles legit an. Ich glaube auch einfach, Big wird eine normale Post dann geben, falls es gleich vorbei sein sollte. GG well played an die ganzen Jungs, weil die haben es klar gemacht. Man muss es respektieren. Die haben gut gespielt. Man hat geforst bei Big natürlich. Hoffentlich können wir jetzt vielleicht irgendwie connecten. Die 5-7, Syrson 1. Syrson! Ah, 8-Kid ist aber auch clean gerade, Mann. Der hat Bock. Der spielt nicht die AWP gut. Auch mit der Pistol. In dem Fall sogar eine Glock. Gut dabei. Jetzt geht man nach vorne. Tapsen. Die Mac-10. Bitte, guck nach rechts, Tapsen. Guck rechts. Ja, Mann! Wichtiger Gesichtsbrett, mein Lieber. Ganz wichtig. Und Krimbo on site. Die Support-Aktion kommt auch von JDC und Tapsen. Tapsen mit der Support-Smoke ist ready. Was ist mit Krimbo? Ist er unbekannt. Krimbo, der kann hier gleich noch richtig gut performen. Krimbi, sie hat noch keiner gecheckt. Krimbo 1, Krimbo 2, Krimbo, mein Freund! Krimbo! Da ist Krimbo doch! So wie ihn wir brauchen. Die AK eingesackt. Und die Runde an Big. Achso, hätte sein können. Manchmal. Sorry. Die haben einfach die Timings. Aber im Endeffekt ist es halt gut rausgespielt, weil sie die Info holen. Und das dadurch muss man ganz klar sagen, wird ja aus den Timings, die man dann vielleicht hat, einfach ein gutes Spiel, weil sie einfach sich die Info holen. Weil sie gehen halt dann offensiv. Sie wissen ja auf der die Uhrzeit, ich würde es so interpretieren, wenn du weißt, 15 Sekunden, 20 Sekunden sind auf der Uhr noch oben und du merkst keinen Angriff, langsam muss es echt nicht gut kommen, dann kann es ja nur eventuell der Spot sein. Dann schickt man einen vor für die Info, man hat ja vorher dann halt was gemacht, den einen Raum wieder einnehmen, etc., etc., das war natürlich schon Gold wert. Jetzt Daumen drücken für Big. Man hat hier nochmal die Runde geholt, so richtig wichtig. Jetzt nichts mehr anbrennen lassen. Das wäre hier wirklich das Beste. Execute am B-Spot. JDC mit der Farmers. Einen kann er mitnehmen. JDC! USP kann er nichts machen. A-Kid schon rumgelaufen, aber dann kommen die Unterstützung. Trotzdem fällt noch einer, aber es ist nur noch einer. Die Bombe geplantet. Wo ist Syrson? Der ist auch da. Hat ein AWP dabei. Der Gegner kann die MP9 aufheben. Jetzt wird es echt gefährlich. Der kann nur im Connector sein. Muss einer rumlaufen. Jetzt machen sie wieder die Smoke. Die Molo ist natürlich perfekt jetzt gerade. Jetzt kann man die auch andiffusen, aber er geht einfach durch vom Timing her. Oh mein Gott, gefährlich. Doch, wichtig jetzt hier. Angeschossen. Dem kann die Plant nicht verhindern. Also die Diffuse besser gesagt. Und damit geht die Runde an Big. Leider ein Tick zu viel Verluste. Der Plant war gut fürs Gegnerteam. Aber die haben komplett reingeforst. Deswegen, ich denke mal, da kommt nochmal eine Force bei. Man hat ja auch ein gutes Polster. Oh yeah, Baby. Jetzt aber. Jetzt kommt langsam auch mein Momentum hoch. Die Jungs werden heiß. Jetzt haben sie hier eine Mega-Mammutaufgabe. Aber es ist nicht vorbei. Man muss immer dran glauben. Belieben, belieben. Und dieses MR12 ist natürlich sowieso so ein Ding. Ist hart. Da wird wirklich nochmal getrennt. Man muss perfekt spielen, ansonsten wird es echt hart.
Ich habe mich ja mit Tabs kurz unterhalten auf der Kaktus. Auch er mag MR12. Und man muss einfach perfektes Spiel machen. Dadurch, selbst er hat es so gesagt. Er findet es geil. Das muss halt super laufen. Susan jetzt hier. Susan! Uiuiui, zu weit links gepiekt. Schade. Im Endeffekt ist hier die Competition noch höher, weil jeder Fehler wird bestraft. Was? Warum ist er nicht drin, die auf einmal? Kann nicht sein. Währenddessen geht es hier in der Mitte los. Wir haben Krimbi mit der Granate. Timing kommt gar nicht so schlecht. Ich glaube, hat er einen was erwischt. Das muss man aufpassen. Ist da eine Smoke? Noch keine. Doch, die Smoke liegt. In der Mitte kommt JDC vor. JDC, wichtig! JDC! Ah, schade! Aber Krimbo ist da. Krimbo, wir müssen uns durchklicken, leider. Krimbo guckt, sieht niemanden, niemand durchgeschlichen, alles gut. Aber trotzdem ist es jetzt Prosus, der hat hier eine Schwierigkeit. Prosus sieht den... Was? Hat der Schatten ausgemacht? Da muss der bessere erzählen. Keine Ahnung. Schatten muss doch angemacht werden. Krimbo geht einfach durch auf den Spot. Wie frech ist das? Der kriegt auch nochmal ins Gesicht. Die Runde ist weg. Die Runde ist weg. Chaotische Runde. Big hat sich irritieren lassen. Und Aloha holt hier mit dieser Force bei das 12 zu 4. Oh Mann, heftig. Hat man gut gemacht wieder. Die Mitte hat man offen gelassen, vielleicht zu schwach angespielt von Big dann. Und dann war irgendwie die Rotation da. Und da siehst du halt den Unterschied gerade, was ich meine bei Aloha. Die machen es viel konsequenter einfach. Und das natürlich bringt hier in dem Moment einiges. Weil du hast noch viel Zeit. Vorher, wenn man es zu viel Zeit lässt, kann man halt einiges ausschließen. Jetzt kommt der Close Play. Oh. Was? Oh Mann. Sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus für Big. Hätte so gut getan hier dem guten Big Team, wenn man hier weiterkommen würde. Aber jetzt muss man hier wirklich wieder einfach krass abgehen. Und da habe ich auch mal einen Kumpel gehabt, der hat immer wieder gesagt, in der Pistol Round oder so einer Force Play werden, dann bekommen die Teams plötzlich Eier. Und diese Eier hat man ja auch dann, weil man dann diese Dreistigkeit manchmal hat. Vielleicht sollte man die manchmal doch wieder mehr anwenden. Schade. Wir können noch hoffen. Vielleicht nochmal irgendwie belieben. Irgendwas jetzt hier nochmal hier. Mit Krimo war natürlich auch unglücklich gewesen, ne? Direkt ein Shot ins Gesicht. Wir haben den Schatten gesehen, warum auch immer er den nicht gesehen hat. Ah, oh, die Pumpgun connected. Oh, danke. Danke, Tapsen. Den ersten hat er. Komm schon. Vielleicht geht mehr. Susan mit der Scout. Ne, Susan hat einen Scout nur. Ich dachte kurz, er hat eine AWP. Aber es ist der Gegner. 8-Kit. Keine Chance für Susan. Zwei... Mann, Kontrolle. Und jetzt, wenn Susan jetzt noch, Tabs noch irgendwie den Frag machen könnte, gegen Ziox. Oh, die Granate kommt gut. Ah, schade. Gut gemacht. Hätte beinahe auch noch Tabs rausgenommen. Trotzdem, jetzt committet man hier was. Doch für den B-Spot. Man pusht nach vorne. Mit JDC. Und Prosus. Und man geht aber jetzt in diese Richtung. Oh, von Emmy kommt von oben. Ich denke, das war's. Krimbo müsste jetzt hier viermal klicken. Man muss es hier eingestehen, Aloha hat uns komplett vernichtet. Die haben es besser gespielt. Schade. Schön von Krimbo. Oh, zauberst du jetzt nochmal? Krimbi, Alter. Noch. Er hat keinen Diffuse, er muss Gas geben. Du musst es immer nachladen und jetzt rein da. Einfach klatschen. Einfach alles umschießen. Was geht? Ah, das war's. Schade. Edkit ist einfach auch schnell dabei. GG, well played. Damit ist hier auch diese Geschichte in den eSport World Cup Open Qualifier vorbei für Big. Und ja, was soll man sagen? Schade. Ganz, ganz schade gelaufen. Bitter. Aber Aloha war einfach ultra strong. Man hat es ja dann herausgefunden, was es für ein Team ist. Crazy. Crazy Team. Auf Anubis kann man nicht rein. Vielleicht hätten wir doch auf CT-Seite starten sollen. Irgendwie hat sich das immer besser angefühlt. Aber okay, daran kann man arbeiten. Best of Ones darf man natürlich nicht als Maßstab nehmen. Definitiv nicht. Deswegen morgen 11.30 Uhr müsste es sein. Meine Lieben, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne wieder einschalten dann auf meinem Kanal. Da wird dann geballert. Big gegen Leon müsste es sein. Oder haben sie es verschoben? Ne, um 11.30 Uhr, meine Lieben. 11.30 Uhr hier bei mir werde ich das übertragen für euch von ThunderPeak World Championship 2024. Also, wenn ihr Lust habt,
Da werden die dann rasieren. Da werden wir voll reinballern. Für die Jungs. Also, habt einen wunderbaren Abend. Danke fürs Reinschauen. Schade für Big. Grüße gehen raus. Bitter. Aloha. Wirklich top gespielt. Ich bin gespannt, wo die landen werden jetzt mit diesem Line-Up, mit diesem Mix-Team. Ich hoffe, ganz weit oben. Am besten im Close Qualifier, weil dann muss man sich nicht schämen, dass man hier in dieser Phase gegen die verloren hat. Also, macht es gut. Wunderbaren Abend. Peace and out, euer Albi.